herzlich willkommen beim Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi und ich nehme euch mit in die USA. In meinem Podcast erfahrt ihr alles rund ums Auswandern und über das Leben in Amerika. Jede Woche gibt es hier eine spannende Auswanderergeschichte, ein Destination-Spezial oder manchmal eine Sonderfolge, in denen wir uns einem bestimmten Thema widmen. Ich selbst lebe seit 2014 mit meiner Familie in Amerika, weil ich das große Glück hatte, eine der begehrten Green Cards zu gewinnen. Seitdem haben wir 3 Firmen gegründet, besser gesagt mein Mann und ich. Wir sind schon ordentlich rumgekommen, kreuz und quer. Über 40 Staaten haben wir besucht und haben schon in 3 Staaten gelebt. In Charlotte, North Carolina, Portland, Oregon und jetzt aktuell in San Diego, Südkalifornien. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Viel Spaß beim Reinhören, deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute mal nach Colorado reisen. Wir waren noch gar nicht so viel in Colorado. Also alle, die das jetzt hier hören und in Colorado sind und ihr noch nicht in meinem Podcast wart, meldet euch. Deswegen freue ich mich nämlich. Heute geht es nicht nach Denver, Colorado, sondern wir reisen südwestlich von Colorado Springs nach Westcliff, Colorado. Und da habe ich am anderen Ende die Kirsten Lausert. Die Kirsten lebt in Colorado, in Westcliff, ist dorthin ausgewandert, hat dort etwas super Tolles sich aufgebaut und darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Also erstmal hallo nach Colorado, frohes neues Jahr, Kirsten. Schön, dass du da bist. Ja, hallihallo, frohes neues Jahr auch an dich. Ja, schön, dass du da bist. Wie ist denn das Wetter eigentlich? Seid ihr eingeschneit in Colorado? Nein, eingeschneit sind wir nicht. Wir haben zwar Gott sei Dank jetzt mal 2 Tage Schnee bekommen, auf den wir sehnlichst gewartet haben. Aber heute ist schon wieder strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und es fängt schon wieder an, stark zu schmelzen. Also das ist immer so ganz typisch für hier eigentlich. Du hast Schnee, aber auch 1-2 Tage später ist wieder alles warm und Sonne und wunderschön. So, jetzt lebst du in Westcliff, Colorado. Kennt wahrscheinlich kaum ein Mensch. Ich habe es gerade auch mal gegoogelt. Du bist so südwestlich von Colorado Springs. Wie lange? 3 Stunden von Denver? Oder wie weit ist es von Denver entfernt? 3,5 Stunden eher, ja. Von Denver. 3,5 Stunden von Denver entfernt. Und jetzt sind wir natürlich alle mehr als gebannt. Warum bist du da? Was hat dich dorthin gebracht? Ja, also ich glaube, wie viele deutsche Frauen, es war ein amerikanischer Mann, den ich vor 9 Jahren kennengelernt habe und der in Deutschland war und mit dem ich dann in Deutschland 3 Jahre zusammengelebt habe. Und dann haben wir geheiratet und dann war es auch klar, dass ich hier mit rübergehe. Mhm. Und da ich Colorado, überhaupt die USA, wir haben einige Bundesstaaten bereist, kennengelernt habe in den Jahren davor, bevor ich ausgewandert bin, jährlich, habe ich mich einfach in das Land, die Leute und vor allem in das Wetter hier in Colorado verliebt. Und für mich stand fest, dass ich auf jeden Fall hier drüben leben möchte. Also nochmal, ihr habt euch in Deutschland kennengelernt. Wo kommst du her? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich selbst hatte ein Haus in Carlsberg, das Carlsberg allerdings mit C, nicht das mit dem Bier. Und das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Also in der Nähe von Kaiserslautern. Mhm. Genau, und er war in Kaiserslautern-Ramstein quasi berufstätig. Also nicht stationiert, weil er kein Soldat ist, aber er ist für die Regierung tätig und hat dort beruflich für die Regierung gearbeitet. Das heißt, ihr habt euch in Deutschland kennengelernt, auch in Deutschland gelebt und habt dann immer Urlaube hier gemacht. Wo, wo wart ihr dann hier in den USA? Was habt ihr euch so angeguckt? Oh mein Gott, es waren also knappe 10 Bundesstaaten und also angefangen unten von Kalifornien natürlich, ne, wo jeder, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Grand Canyon, Utah, was man sich hat, New Mexico, Albuquerque, New Mexico. Also es war unwahrscheinlich viel, aber ganz viel hier eben in Colorado. Und wir hatten dann auch nach
In dem Jahr, wo wir geheiratet haben, haben wir auch sofort angefangen, hier nach dem Haus zu gucken in Colorado. Also Also stand es eigentlich fest, dass ihr gemeinsam dann zusammen als Ehepaar in die USA geht? genau. Das war der Plan. Das war der Plan. Aber das hat dann Aber nicht funktioniert. genau, wie das Leben so spielt, ne, macht das Leben ja oft andere Pläne. Und es war im Endeffekt so, dass wir gemerkt haben, es passt doch irgendwie nicht so gut mit dem Zusammenleben. Und weil meine Passion für die Pferde überwiegt halt wirklich alles. Das heißt, du bist ein Pferdenarr und hattest auch schon Pferde in Deutschland, oder? Ja. Ich habe schon Pferde über 30 Jahre. Und durchweg. Also kein Tag ohne. Und es ist oft so, dass die Menschen denken, das ist so ein Hobby. Ja, ist ja auch für viele nur ein Hobby. Aber es ist nicht für mich ein Hobby. Für mich ist es meine Passion, meine Leidenschaft, mein Leben. Ist dein Leben, ja. Ja, ja, Deine absolut. Familie wahrscheinlich auch, oder? Ja, absolut. Also meine Tochter, die hatte auch Riesenprobleme, glaube ich, in ihrer gerade Pubertätzeit, Teenagerzeit, so mit Eifersucht. Sie hat also oft gesagt, das Pferd, was ich auch mitgebracht habe aus Deutschland hierher, sie hat oft gesagt, ich glaube, das ist mehr mein Bruder wie ein Pferd. Also, weil er hat einen ganz hohen Stellenwert gehabt, immer schon. Schon immer, Kirsten, war das schon in deiner Familie so oder ist das einfach bei dir so? Ich denke mal, es liegt in meinen Genen, weil mein Vater war Ostpreuße und die Ostpreußen sind ja bekannt dafür, dass sie mit die besten Pferde gezüchtet haben, die Trakehner. Und mein Vater hatte es auch im Blut, aber er hat es nie gelebt. Ja, er war Diakon und wir hatten ein Altersheim und aber er hat eine Passion für Tiere auch gehabt, absolut. Er hat Pferde geliebt, aber er hat es halt nie gelebt. Aber ich denke, das ist absolut, was in meinen Genen ist, weil meine Mutter hat mir schon erzählt, als kleines Kind, wenn ich im Kinderwagen gesessen habe und habe Pferde gesehen, dann habe ich mit Armen und Beinen gezappelt und gestrampelt. Und sie konnte es schon damals nicht verstehen, weil meine Mutter hat gar nichts mit Pferden am Hut, Tiere allgemein nicht. Und sie hat das also damals schon nicht verstanden. Was hat die nur mit diesen Pferden? Ja, ist Also, bei wie uns das gesagt. Gleiche. Also meine Tochter auch, die ist total wild auf Pferde. Also die muss ich, glaube ich, mal zu dir schicken. Wenn die Pferde sieht, dann hat die einfach einen Glanz im Gesicht. Den gibt es nur, wenn die Pferde sieht. Ne? Also ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe so ein Kind. Ne? Ich habe noch Ja. nie, ich habe, also ich finde Pferde toll, aber ich habe jetzt gar nicht so, dass ich unbedingt da so drauf müsste. Aber bei meiner, deswegen verstehe ich das so gut. Bei der ist das ganze Leben für die ist, dass sie aufs Pferd kann. Also verstehe ich total. Ich glaube, die schicke ich dir mal, Kirsten. Ja, kannst du Ich schicke gerne dir die tun, mal kannst du zum gerne Urlaub tun. machen. Ja, kannst du gerne tun. Ja, also wie gesagt, ich habe dann auch, ich wollte auch immer ein Pferd, mein Vater hat es auch unterstützt. Das heißt, ich bin ja gebürtig aus Worms und wir hatten dort, das hieß auch witzigerweise High Chaparral. Es war ein Freund von meinem Vater und der hatte so ein Ponyreiten, Ponyreitranch oder sowas vor 50 Jahren. Und da ist mein Vater immer mit mir hin, dass ich da reiten durfte und so. Und der, weiß ich noch, hat immer zu meinem Vater gesagt, kauf doch diesem Kind endlich ein Pferd oder ein Pony. Ne? Und mein Vater wollte eigentlich auch, aber meine Mutter hat immer gesagt, nein, das gibt's nicht. Und weil meine Schwester war allergisch, das war immer so ein Riesendrama. Wenn ich dann heimkam, ey, ich musste immer in so eine Schleuse zum Ausziehen umziehen und direkt ins Bad, weil, wie gesagt, meine Schwester so stark allergisch war. Und ja, und dann ist es nie dazu gekommen, bis zu meinem 19. Na, eigentlich stimmt gar nicht, bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann hat mein Vater und ein guter Freund von ihm haben da was gemauschelt, dass ich bei ihm ein Pferd stehen hatte, ohne dass meine Mutter das wirklich wusste. Und ja, so fing es eigentlich dann richtig an mit Pferden. Interessant. Und dann hatte ich das begleitet, aber war dann am Ende auch der Grund, dass deine Ehe dann nicht gehalten hat. Ja, im Prinzip ja, und es war nicht meine erste Ehe, sondern das war eigentlich mit meinem ganzen, es zieht sich durch mein ganzes Leben wie ein roter Faden. Auch mit meiner Tochter, ihrem Vater. Es war genau so was. Der dachte auch, nee, ist interessant, ist toll. Eine Frau mit Pferden und Hunde. Und ich bin auch so ein Typ, der abseits leben möchte. Ich bin kein Stadtmensch überhaupt nicht. Und auch wir hatten damals ein Haus gekauft, ziemlich abgelegen für deutsche Verhältnisse.
Und er hat dann gemerkt, ich bin so wirklich. Ich glaube, manche ja, denken das immer nur, reicht ich dir, bin ne? Also, so dass dir das pur. dann, ja, dass dir das Leben so reicht und dann manchen Menschen reicht das wahrscheinlich einfach nicht, weil die Ja, zu nee, viel im aber ich, Außen sind, ne? ja, aber ich denke auch, oftmals, das erlebe ich immer wieder, denken die Menschen, speziell jetzt sage ich mal die Männer, ja, das ist so ein Fimmel von der, ja. Und wenn wir dann erstmal zusammenleben oder wenn wir dann erstmal verheiratet sind, dann legt sich das schon. Ne? Also dann wird die schon mehr Hausfrau werden oder dann wird die schon mehr zurückschrauben. Aber dem ist nicht so. Und ich Ja. sage das immer im Vorfeld, sobald ich jemanden treffe und der so ein bisschen Interesse zeigt, sage ich das immer im Vorfeld und ich mache es sogar noch extremer. Ja, also ich bin sogar so, dass ich das ganz extrem ausschmücke, wie ich mit meinen Pferden lebe. Aber ich habe immer das Gefühl, die nehmen mich nicht für voll. Die glauben mir das einfach nicht, bis sie es selber erleben. Ja, Das ist zum wahrscheinlich, Beispiel. weil die selber diese Passion nicht haben, ne? Dann kann man das wahrscheinlich auch schwer verstehen, wenn man selber Ja. sowas nicht kennt. Ich habe zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir sehr starke Schneestürme. Dann habe ich zum Beispiel nachts um 2 Uhr bei minus 30 Grad im Schneesturm mit meinen Pferden gestanden. Einfach um sicher zu gehen, dass alles okay ist, dass es denen gut geht. Weil ich habe einen Mustang hier und der ist sehr dominant und der scheucht die anderen manchmal durch die Gegend, ja. Und dann habe ich mit meinen 2 Rang niedrigeren im Schneesturm gestanden, hinter einer Holzwand, also so einer Schutzwand. Und damit ich einfach sicher war, die stehen da und mein kleiner, dicker Mustang treibt die jetzt nicht durch den Schneesturm. Und da halten dich die meisten Leute für verrückt, für total verrückt. Und da Also sage ich, ihr hört wie kann schon, man so bescheuert sein, ja? wir nehmen Ich bei das mir. jetzt mal vorweg. Also für alle, die sich jetzt wundern, was die Kirsten in Colorado macht, wir kommen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, wenn wir deine Geschichte noch hören, wie es dazu gekommen ist. Aber ihr erahnt schon, dass die Kirsten was mit Pferden in Colorado macht. Ja. Also deine Ehe hat dann nicht gehalten mit dem Amerikaner, aber das Nein. hat dich nicht abgehalten, dann in die USA zu gehen. Nein, weil es war ja auch alles schon perfekt. Das heißt, ich hatte meine Green Card schon. Die Green Card war aktiviert, was man ja machen muss. Ne? Die ganzen Flüge waren geplant für die Tiere, für meine Katzen, für meine Hunde, fürs Wie viele Pferd. War alles organisiert. Tiere hast du mitgenommen in die USA? 3 Hunde, 3 Katzen und ein Pferd. Das hat doch Ja, alles, bestimmt ein was ich hatte. Vermögen gekostet, oder? Das Pferd war sehr, 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 sehr teuer, ja. Das Was Pferd war sehr kostet so teuer. ein Pferd, wenn man das so verschickt per Luft? Das Pferd hat komplett, also mit jetzt allem drum und dran, also auch du musst ihn ja in Deutschland noch untersuchen lassen und Laborwerte und nehmen und was weiß ich was alles. Also alles in allem waren es 12.000. Wow. Und ist das, Und da kann haben man das gut machen oder ist es eine große Belastung, so ein Pferd in einem Flugzeug zu verschicken? Ich meine, gut, die Rennpferde, die machen das permanent, aber ich bin gerade mit meinem Hund geflogen und habe so gedacht, oh Gott, was tue ich dem an? 2,5 Stunden von Portland nach San Diego. Und was tue ich vor allen Dingen meinen Mitreisenden an im Flugzeug? Aber so ein Pferd zu verschicken, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Ja gut, ich muss eins dazu sagen, ich hatte in Deutschland auch 3 Pferde und das eine war mein Mann, das hat er beschlossen zu verkaufen. Und das zweite war ein Quarter, der sehr traumatisiert war, sehr schwierig war. Und da wusste ich, den kann ich nicht verschicken, das geht nicht. Der dreht durch. Also das war mir völlig klar. Und da habe ich auch ein ganz liebes Zuhause gefunden. Ich habe heute noch Kontakt zu den Leuten. Das war über Freunde, so, ne? Also nichts Fremdes, Freunde über Freunde. Hat sich das dann so rumgesprochen, die ihn dann gekauft haben. Und bin auch sehr glücklich, dem geht es richtig gut bei denen. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil der hätte diesen Transport wahrscheinlich nervlich Nicht nicht geschafft, überstanden. na. Mein Duke zum Beispiel, der ist bei mir geboren. Ich habe also seine Mutter gehabt, habe ihn selber gezüchtet, gezogen, selber trainiert, eingeritten, alles. Dieses Pferd kennt sein ganzes Leben lang nur mich. Ja, das Er, hat dir dann vertraut, ne? Dass das ja, richtig ist. also, wie man so salopp sagt, er und ich, wir sind ein Kopf und ein Arsch. Also, das ist so eine unglaubliche Beziehung. Ich meine, er ist 25 Jahre alt mittlerweile. Wir sind 25 Jahre jetzt zusammen. Das ist länger als Ja, mit irgendeinem anderen Silberhochzeit, Leben. ne? Ja, genau. Das ist länger als mit irgendeinem anderen Lebewesen in meinem Leben. Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Und ihn kenne ich in- und auswendig. Und da wusste ich, der Duke ist so eine coole Socke. Der hat da überhaupt. Ich bin auch viel mit ihm unterwegs gewesen. Ich habe Trainerschein Kurs gemacht und alles, viele Kurse besucht mit ihm. Wir sind viel in Deutschland schon rumgefahren, im Hänger und so, viele fremde Stallungen, fremde Pferde. Und da wusste ich, dem ist das alles. Wenn, um das jetzt mal ein bisschen, wie soll ich denn sagen, übertrieben auszudrücken, ich glaube, er ist wirklich so, dass er sagt, wenn meine Mama sagt, ich kann das, dann kann ich das. Und dann Toll. ist auch alles Ja, in der hat Ordnung. das Urvertrauen, ne? Ja, der hat Dann. ein totales Urvertrauen. Er hat ja auch noch Ja. nie jemand anders besessen. Ne? Also das Und macht war viel, das viel denn für einfacher. dich echt klar, du machst das jetzt alleine? Ich meine, das ist ja dann auch ein Schritt mit 3 Hunden, mit 3 Katzen und einem Pferd. Und alleine, sage ich jetzt mal, in die USA zu gehen, war das für dich dann klar, oder gab es da schon auch einen Moment, wo du gezögert hast? Ist das jetzt die richtige Entscheidung oder bleibe ich lieber hier? Du hast ja gesagt, du hast auch schon eine Tochter, also auch Genau. Familie in Deutschland. Oder wie kam es dann doch zu der Entscheidung, dass du dann am Ende gesagt hast, nö, ich gehe jetzt, komme, was wolle? Bei mir war das so, dass ich habe natürlich habe ich auch überlegt, das ist ganz klar, aber mein ganzes Herz, alles hat gewusst, ich muss darüber. Ich muss darüber. Der einzige Wermutstropfen ist wirklich meine Tochter. Und der Abschied war wahnsinnig hart und schwer. Aber sie hat auch gesagt, Mama, mach es. Ja. Weil sie hat auch gewusst, ich war schon immer ein Exot in Deutschland. Ich war schon immer eine, die ja, anders war wie andere, sage ich jetzt mal in allem. Und auch mein Mann hat damals gesagt, mein amerikanischer Mann, du bist mehr amerikanisch wie die meisten amerikanischen Frauen, die ihr kennt. Interessant, ja. Also, Und wenn man dran glaubt, dann glaube ich, ich bin im falschen Land geboren, absolut. Ich habe da nie hingehört. Aber Ich weißt du bin. was, das habe ich, ich meine, ich mache den Podcast ja jetzt schon 3 Jahre und das habe ich schon so oft gehört. Ich habe das schon so oft gehört von wirklichen Auswanderern, die gesagt haben, erst jetzt habe ich das Gefühl, ich komme an und hier gehöre ich hin. Also da bist du nicht die Erste, die das so Ja. im Interview erzählt. Das ist interessant. Ja. Absolut. Also damals schon, ich bin beim ersten Mal Amerika ausgestiegen aus dem Flugzeug. Und da siehst du ja noch nichts oder erlebst ja noch nichts in dir. Und trotzdem, ich bin ausgestiegen und ich hatte Gänsehaut und als hätte ich gewusst, jetzt bin ich angekommen, obwohl ich das Land überhaupt noch nicht kannte. Und das ist so interessant. Du bist ja jetzt, ich habe ja öfter auch welche, oder mein Mann ist ja auch so, die immer diese Passion Amerika hatten. Aber bei dir kam das ja eher durch deinen Mann, oder? Dass du, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die USA ein Land ist, für dich zu leben. Bei mir ist es so, also wie gesagt, die Passion für Pferde hatte ich ja schon immer. Und was ich auch für eine Passion habe, also wenn du hier mein Haus sehen würdest, würdest du wahrscheinlich wirklich anfangen zu lachen. Mein Haus sieht aus wie ein John Wayne Museum. Jeder Raum ist voll mit John Wayne. Ich bin ein absoluter durch und durch John Wayne Fan. Also Und schon seit schon Kind, so ein bisschen westernmäßig immer unterwegs, schon, das ja, schon von Kindesbeinen an. Also das ist wenn abends ein witzig. John Wayne Western kam und mein Vater auch. Dann hat mein Vater mich gerufen, hat gesagt, Kirsten, komm, es kommt ein Western. Und wir hatten immer Stress mit meiner Mutter deswegen, weil es ja meistens abends ab 8 Uhr oder erst war, ne? Und ich noch ein Kind war. Aber wir haben uns da immer durchgesetzt. Ich gucke mit meinem Vater John Wayne, Bonanza, was alles kam damals. Also ich war schon immer auf Western. Aber komischerweise, wahrscheinlich einfach auch aus finanziellen Gründen, hatte ich nie die Idee, mal rüber zu fliegen in die USA. Das war nie da. Wahrscheinlich, wie gesagt, aus finanziellen Gründen. Ich meine, als meine Tochter 7 war, da hatten wir uns mal unterhalten über Kanada. Und da hat sie gesagt, Mama, sofort, ich packe sofort meinen Koffer. Wir gehen nach Kanada. Aber ich war alleinerziehend. Ich habe mich relativ früh scheiden lassen von meiner Tochter, ihrem Vater, weil es eben, wie gesagt, pferdetechnisch auch nicht funktioniert hat. Und dann habe ich mit meiner Tochter alleine gelebt und musste eben auch die Pferde finanzieren und alles drum und Ja, dran. klar, das ist Und da ja auch, kam dann ne? Der kam der Gedanke nie auf. Ne? Und du hast auch die Zeit nicht, wenn du Pferde hast. Ja, ich habe sie immer privat gehalten, nie irgendwo in einem Reitstall Klar. und musste morgens vor der Arbeit hin, abends nach der Arbeit hin, wie es eben so ist. Und da kam die Idee nie auf.
Witzig, ne? Also. Ja, nee, aber es macht ja auch Sinn. Ist ja, man, das kostet ja auch alles, ne? Und nicht nur, dass das kostet, wir haben ja auch zwei Hunde. Ich weiß ja, was das immer für ein Akt ist, dass man die Hunde irgendwo für jemanden hat und man will die ja auch nicht irgendwo abgeben. Das heißt, es muss dann, ne? Also es ist ja auch alles immer kompliziert und das ist auch in Ordnung, weil man, also für uns, man committet sich ja auch zu diesem Leben. Aber wie hast du das denn dann bewerkstelligt? Also jetzt habe ich verstanden, deine Tochter ist aus dem Haus, nehme ich mal an, Ja. lebt ihr eigenes Leben, aber auch dann, ich meine, so drei Hunde, drei Katzen, ein Pferd, alles aufgeben, sich was Neues kaufen, eine Existenz aufbauen. Ich meine, wir haben das ja selber gemacht und auch mit recht wenig Budget. Und das war schon eine ganz schön schwierige Nummer. Wie hast du das denn geschafft? Gut, ich muss jetzt eins ehrlicherweise dazu sagen. Also mein amerikanischer Mann und ich, wir hatten kein Drama oder irgendeinen Krieg oder, ne, sondern das war ganz, ganz klar geregelt, drüber gesprochen. Und es war letztendlich so, dass es klar war, dass ich hier in dieses Haus gehe, das wir gekauft hatten während der Ehe Okay. und er ja beruflich sowieso woanders sein musste, ja, in Washington DC und so. Und deswegen hatte ich schon mal ein Dach über dem Kopf. Also da hat es bestimmt leichter wie viele anderen, ja, Ja, die gut, aber rüberkommen. ich meine trotzdem, Ne? ne, davon hast du noch Und keinen Job, davon hast du noch nicht das erste Auto gekauft und dein Pferd satt, ne? Also das ist ja, gut, da macht sich ich ja. muss dazu sagen, also ich bin jetzt ganz mittellos hier rübergekommen. Ich meine, ich hatte natürlich alles, was ich in Deutschland hatte, verkauft. Alles. Ich hatte zwei Autos, ich hatte Anhänger, zwei Stück. Habe ja auch dieses Quarter Horse verkauft. Ich hatte schon ein bisschen was auf der Seite. Also Erstmal das musste heißt, ich du dann hast alles den Tiertransport wirklich bezahlen. verkauft und das war dein Startkapital dann hier in Genau, den genau, USA. genau. Und hatte dann auch das Startkapital um mir hier. Ich habe mir dann einen großen Truck gekauft, einen sehr großen. Und hatte dann noch so für ein Jahr ungefähr zum Überbrücken, ne, und zu wissen. War denn Und gleich es klar, was du machst? Also ihr habt das Haus wahrscheinlich schon so gekauft, nehme ich mal an, dass das was mit Pferden zu tun hat. eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Nein. Es ist viel verrückter. Wir hatten überlegt, was ich in den USA machen könnte, Als weil ihr noch jetzt kommt, zusammen wart, als ihr als beide wir noch noch. zusammen waren, genau. Und jetzt kommt, ich habe ja kein Englisch gesprochen und fast nichts verstanden. Und da muss es natürlich ein Job sein, wo man im Englischen jetzt erstmal gar nicht so gut sein muss. So. Also ich war 20 Jahre bei einer Anwaltskanzlei tätig, das ist natürlich ins Wasser gefallen. Ne? Wenn du kein Englisch kannst, dann kannst du erst recht kein juristisches Englisch. Und dann hat mein Mann ist auf die glorreiche Idee gekommen, weil die Amerikaner in Ramstein, Kaiserslautern, die liebten alle diese Grillhähnchen. Kennst du bestimmt diese Trucks? Ja. Ja, der hat gesagt, die stehen da Schlange, wenn Ja, die ich immer kenne an hier den Rand jemanden in gestellt San werden. Diego, der das macht, ein Schweizer, der hat so einen Händelstand und das läuft Mit wie dem hatte ich verrückt. Kontakt. Wie Ach so. heißt er? Ach, weiß ich nicht, aber Daniel? Dave? Nee, David? ja, genau. Daniel? Ich glaube, ja, ich Irgendwie glaube. sowas. Mit dem hatte ich Kontakt, genau. Weil die Idee hatten wir dann. Okay, wir machen. Also ich mache dann so einen Hähnchentruck. Keine Ahnung von dem Metier. Habe ich bei so einer Firma in Deutschland angerufen, habe mit dem Chef gesprochen, habe gesagt, pass auf, ich habe diese Idee, ich möchte es in den USA machen. Kann ich bei euch mitarbeiten? Ich will auch gar kein Geld, ich will nur Lernen. reinschnuppern, lernen, das Metier kennenlernen. Ja, okay. Dann bin ich jeden Montag, hatte ich frei, bin ich jeden Montag mit einem in Kaiserslautern an einem Parkplatz, weiß gar nicht, vor irgendeinem Supermarkt war das, habe ich mit dem zusammengearbeitet. Dann habe ich Events mitgemacht, Vatertag-Events, Firmen-Dingsbums, wie sagt man, Feste, alles Mögliche, Hochzeiten. Und mir hat es richtig Spaß gemacht. Mir hat es richtig Spaß gemacht, weil das war irgendwie ein Job, wo du gemerkt hast, du hast mit Leuten zu tun, die ja in Feierstimmung sind. Weißt du, Ja. gerade bei diesen Events, die waren ja alle glücklich, ne? Hatten Geburtstag oder haben geheiratet oder weißt du, Kuckuck. Und das war richtig toll. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Das gefällt mir, das mache ich. Gut. Und dann habe ich in Deutschland zwei Grills gekauft. Die habe ich übrigens ja auch noch bezahlen müssen. Es waren auch um die 12.000 Euro. Habe ich so zwei Grills gekauft und habe die mit in die USA verschippert. So, weil es die hier in dieser Form nicht Ja, gibt. gibt es nicht. Genau.
So, dann habe ich die mitgebracht. Und die Idee war, wenn mein Haus verkauft wird, was ich besessen habe, dann habe ich ja genug Stadtkapital und dann baue ich mir meinen eigenen Custom-Made-Truck mit diesen Grills und dann lege ich los. So. Mhm. End vom Lied war aber mein Haus, das ist war eine ganz, ganz üble Geschichte, würde jetzt auch zu lang, um zu erklären, aber jedenfalls ist das Haus nur weggegangen zu einem Preis, dass alle Kosten abgedeckt waren und ich keinen Cent gesehen habe. Ja, und dann hast du aber trotzdem diese Grillhändelwagen gekauft? Und nein. Ach so, hast du dann nicht mehr. Die Grills stehen seit etwa vier Jahren original verpackt in meiner Garage. In Deutschland oder in Amerika? Nein, hier in Colorado. Draußen vor der Tür in meiner Garage. Weil ja, wie gesagt, kein Geld geflossen ist und ich somit diese Trucks nicht kaufen konnte. Ja, weil so verstehe. Viel Geld hatte ich dann doch nicht mehr. Verstehe. Naja gut, und dann saß ich hier alleine mit meinen Tieren und dachte, super, was mache ich jetzt? Erstmal habe ich, als meine Mutter anrief und mir diese Hyobs-Botschaft übermittelt hat, habe ich erstmal einen Tag lang geheult. Weil ich dachte, klar. Jetzt bin ich am Ende. Was mache ich jetzt? Ja, und das ist das, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben, bevor wir rekordet haben. Ne? Also es läuft nicht immer alles nach Plan. Ne? Also manchmal stellt man sich was vor und hat auch eine Vorstellung, wie das sein soll. Genau. Und dann kommt man in den USA an und plötzlich ist das einfach komplett anders oder Dinge funktionieren nicht, wie man sich die erträumt hat oder so. Und ich glaube, das ist wirklich dann auch das richtige Auswandern, jetzt zu reagieren und eine Alternative zu finden. Ja, ich habe also da gesessen und war dann erstmal fix und fertig und dachte, mein Leben ist jetzt zu Ende. Weil, wie soll ich Geld verdienen? Was soll ich jetzt machen? Das war ja mein einziger Plan. Ich hatte keinen Plan B. Für mich war dieser Plan perfekt und er stand und genauso sollte es sein. So. Ich hatte ja sogar schon eine Firma gegründet. Ich hatte schon eine LLC, weil ich habe zum Glück eine deutsche Steuerberaterin hier gefunden. Und ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass ich die gefunden habe, weil ich hätte ja überhaupt nichts machen können ohne die, weil mein Englisch hätte überhaupt nicht ausgereicht für das alles. Die hat alles für mich gemanagt, die hat schon die Firma angemeldet, die LLC, jeder hat sich schon auf die Hähnchen gefreut. Und ja, und dann saß ich da und dachte, okay, und jetzt? Und dann, ich war ja noch im Lernprozess mit Englisch und dann habe ich noch weiter tapfer gelernt und gebüffelt und Filme geguckt und so, und dann dachte ich irgendwann, du musst arbeiten. Das Geld geht alle, du musst arbeiten, du musst irgendwas machen. Und ich dachte, das Einzige, was du wirklich machen kannst, ohne reden zu müssen, ist reiten. Und dann habe ich einfach mal Internet geguckt und so, Ranches, und habe die angeschrieben. Und schon die erste Ranch, die ich angeschrieben hatte, der hatte schon gesagt, ja, komm am Samstagmorgen um 6 Uhr. Und ich so. Und für was angeschrieben? Um für die zu arbeiten? Oder ja, für Reitkurse für die zu geben? Oder? Nee, einfach irgendwas zu arbeiten. Irgendwas, was Geld bringt. Ne? Und wo ich möglicherweise vielleicht nicht viel reden muss. Weil, aber interessant, dass du da eigentlich nicht eher drauf gekommen bist, wenn das schon immer deine Passion ist und das so natürlich zu dir. Manchmal ist man so doof, ja, dass man das, was einem so natürlich kommt, nicht macht. Ne? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich, pass auf, ich meine, es gibt Menschen, die haben ein Wahnsinn Selbstbewusstsein. Und wo ich dann manchmal denke, wo nehmen die das her? Obwohl eigentlich du das ja haben solltest. Ich meine, hallo. Ja, ich habe schon Shows gesehen, wo ich gedacht habe, wo nehmen die dieses Selbstbewusstsein her, sowas abzuliefern? Und dann dachte ich immer, naja gut, das sind fast alles Laien, die hier rumstehen und dazu gucken. Die haben keine Ahnung und die sehen auch die Fehler nicht, was ich jetzt sehe. Also. Aber die haben sich super, die verkaufen sich einfach super. Und so ein Typ war ich noch nie. Ich bin eher so ein, ich meine, ich bin schon aufgeschlossen, sehr. Ich kann auch jeden anquatschen. Ich habe das schon, aber ich kann es schwer erklären. Auf jeden Fall war ich so ein Typ, der gedacht hat, naja, die Amis werden gerade auf mich warten, oder? Also bitte, das Land der Pferde, der Cowboys, die werden jetzt gerade auf mich warten. Und deswegen kam mir die Idee nie, dass ich hier was beruflich mit Pferden machen könnte. Weißt du, ich dachte, ich muss was machen. Aber
Das Kissen, das Leben hat dich daher echt, ich meine, wenn man das jetzt mal so rückblickend sieht, du, der Amerikaner kommt in dein Leben, geht wieder raus, damit du nach Amerika gehen kannst. Du gehst nach Ja, das ist verrückt. Colorado mit deinen Pferden und das, was du eigentlich vorhast, aus dem wird nichts. Also ich meine, du kriegst ja Nein. irgendwie immer die Dinge vor die Nase gehängt, wenn man Ja, das jetzt ja. mal so sieht, ne? Also dann hast du da, bist du dann zu der Ranch gegangen, wo du deinen Vorstellungs Gespräch hattest und dann, was Nicht haben die gesagt? Vorstellungsgespräch, die Ranger, die sind hier. Der hat mich angeguckt und er sagt, pass auf, da drüben stehen zwei Pferde. Du nimmst jetzt, da war so ein junger Mann, der war Deutscher, aber hat schon fast kein Deutsch mehr gesprochen. Ihr zwei sattelt jetzt die zwei Pferde und dann reitet ihr da in die Prärie und holt die Herde. Und dann sattelt ihr die für die Gäste. Und ich so, aha, okay. Ja, Stark. dann haben wir diese Pferde gesattelt und sind da rausgeritten und dann haben wir die Herde zusammengetrieben von diese Pferde, ne, die laufen hier ja auf Hunderttausende von Quadratmetern rum und haben die zurück zur Ranch getrieben. Und dann sagt dieser junge Kerl zu mir, da drüben, guck mal, da stehen noch fünf oder sechs, so eine kleine Gruppe, geh mal hin und hol die. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und ich dann so, na super. Und vor allen Dingen, ich werde in Deutschland, wäre ich niemals nie auf ein fremdes Pferd gestiegen, was ich nicht kenne. Und ich kann dir heute noch ne, bis heute nicht sagen, wo ich dieses Vertrauen her hatte, wo ich diese. Ich weiß es Wahrscheinlich, nicht. weil du nicht nachgedacht hast, ne? Du warst Ich jetzt habe in der nicht nachgedacht Situation, du und habe musstest Geld ja, verdienen musste handeln, genau. und Und eigentlich ja. ja auch was, was dir total natürlich kommt auf dem Rücken der Pferde und du hast wahrscheinlich dann irgendwann deine innere Stimme ausgeschaltet und hast es einfach nur gemacht, was ja Ich richtig wollte gerade ist, ne? Was sagen, ja richtig, total ich jetzt wollte gerade für sagen, dich. ich bin dann dahin geritten, habe die fünf Pferde zurück zur Ranch getrieben und haben mir die gesattelt, dann haben wir die in den Hänger geladen. Zehn Pferde, wir hatten sieben Gäste. Und dann sind wir hier in die Rocky Mountains gefahren und dann habe ich mit ihm zusammen diesen Trailritt gemacht in den Rockies. Ein Ritt, wo also wirklich, wirklich Leute, die Trailritte schon hier in den USA viel gemacht haben, zu mir sagen, das war der härteste Trail, den ich je geritten bin. Da ist er mit mir hoch. Der hat überhaupt nicht gewusst, was ich kann oder. Das war total irre. Also das war total irre. Stark. Und auf jeden Fall am Ende vom Abend dann, also als wir wieder zurück waren, es war dann 8 Uhr abends, hat er mich dann entlassen, sozusagen, durfte ich dann heim nach 12, nee, mehr, was waren es, 14 Stunden. Und dann sagt er, ja, er stellt mich ein, ich soll dann nächsten Tag kommen, anfangen. Und ich dann so, okay, wie viel Zeit, wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viel Geld? Und dann sagt er zu mir, 7 Tage die Woche, ja? Und wenn wir Gäste haben, eben so 10, 12, 14 Stunden. Vielleicht auch mal nur 8 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dann dachte ich, ja, und finanziell $500. Und dann dachte ich, die Woche. Und dann sagte er, nee, $500 im Monat. Dann gucke ich den Nein. an, ja. Und dann sage ich, bitte? Da dachte ich, ist mein Englisch immer noch so schlecht? Habe ich den jetzt falsch verstanden? Und dann sagt er, ja, du kriegst ja Tipp, Trinkgeld. Aha. Da habe ich gedacht, nee, Freund, beim besten Willen nicht. Und dann habe ich gesagt, 7 Tage geht schon mal gar nicht. Ich habe genug Tiere zu Hause zum Versorgen. Das geht nicht. Naja, gut, einen Tag könnt ihr mir freigeben. Und dann sage ich, hey, lass mich drüber nachdenken. Und dann bin ich heim. Ich dachte, das kann ich nicht machen. Ich kann es finanziell nicht machen, weil du kannst ja mit Trinkgeld nicht rechnen. Weißt du, das ist ja kein Geld, wo du sagen kannst, du hast dementsprechend Geld im Monat. Ja, wobei das ja, ich sag mal so, Serviceleute, die leben von Trinkgeld, ne? Aber das ist Ich natürlich schon weiß, noch. aber ich musste ja ein bisschen wissen, konkret. Ich meine, Klar. $1.500 im Monat für diese Ja, viele Arbeit. nee, nee. Und dann habe ich überlegt, jetzt wollte ich mir natürlich, weil wir sind hier ja ein kleines Tal und es spricht sich ja schnell viel rum. Jetzt wusste ich nicht, wie ich dem erklären soll, dass ich nicht bei ihm arbeiten möchte, ohne dass das irgendwie so ein bisschen negativ aufpoppt. Und ich habe ja nichts Privates erzählt, der wusste ja so nichts von mir. Also hab ich ihn geschrieben, weil telefoniert habe ich 2 Jahre lang gar nicht, weil ich viel zu feige war durch meine schlechten Du englischen bist Kenntnisse. 2017, ne, bist du in die USA Ja, gekommen. ja. Das heißt, du bist jetzt so im fünften Jahr jetzt quasi. Im 5. Jahr, aber erst im August, also praktisch vier, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann geschrieben und habe gesagt, meinem Mann wäre das nicht recht, dass ich so viel arbeiten soll und ich müsste leider ablehnen. Ja, weil ich habe gedacht, ich sage dem jetzt nicht, dann denkt er vielleicht, guck mal, die Arrogante, ne? Ich gebe ihr die Chance und dann will sie nicht. Und da habe ich es auf meinen Mann geschoben und gesagt, der möchte nicht, dass ich so viel arbeite.
Naja, gut, und dann habe ich von der nächsten Ranch auch eine Zusage bekommen, dass ich kommen soll. Und bin ich dann dorthin. Und die hat mich tatsächlich 4 Wochen Probe arbeiten lassen. Gut, ich war jetzt nicht jeden Tag dort, muss ich ehrlich sagen. Also war das ein-, zweimal die Woche. Hat die mich aber Probe arbeiten lassen. Und dort war ich also auch Guide. Das heißt, ich bin mit Leuten ausgeritten, ne, auf die Trails und habe aber auch, weil die auch Kühe haben auf der Ranch, Viehtriebe gemacht. Viehtriebe gemacht, Kühe gespritzt, Ohrmarken gesetzt. Alles, was ich noch nie in meinem ganzen Leben vorher gemacht habe. Wahnsinn! Das ist ja, kennst du die Yellowstone, diese Serie, die läuft? Natürlich, Ah, natürlich. die beste Serie aller Zeiten. Also ist ja Ja, richtig bei und der dir im beste Wild Kevin Westen. Costner aller Zeiten. Ja, 100%. Also ich bin da ganz auf deiner Seite. So cool. Aber so Ja. richtig Wilder Westen, das ist ja total stark. Ja, und dann Ja, ich hast du habe da auch. den Job gekriegt? Ja, die hat mich dann, ich habe dann irgendwann mal, ich habe eine sehr gute Freundin, eine Deutsche in Nevada, die dann zu mir gesagt hat, Kirsten, du kannst ja nicht auf ewige Zeiten Probe arbeiten. Ne? Setz der jetzt mal eine Frist und sag. Und ich dann so, ja, okay. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, habe gesagt, pass auf, Eileen, wie sieht es denn jetzt aus? Ich meine, ich arbeite jetzt schon den ganzen Monat hier und ja, okay, ab 1. Oktober, du bist angestellt und alles gut. Gut, und die hat auch recht fair bezahlt. Und ja, dann habe ich bei der gearbeitet, fast ein anderthalbes Jahr. Und aber muss ehrlicherweise sagen, die Pferde wurden sehr, sehr schlecht behandelt hat. Es sind auch viele Unfälle passiert. Er hat also einige Leute als Guides angestellt, Kinder quasi, Teenager, die ja nicht wirklich Ahnung hatten. Und die können zwar reiten, das ist nicht das Thema. Aber ich meine, es gehört viel, viel mehr dazu, ein Guide zu sein. Du musst die Leute einschätzen, die Pferde einschätzen, wer wie zusammenpasst. Du musst wissen, wie du in einer gewissen Situation reagierst. Ja, du musst auch empathisch sein den Reitern gegenüber, wenn die Angst kriegen. Ja, du hast welche, die kriegen auf einmal Panik und wollen nicht mehr weiter, wollen absteigen mit in die Prärie und sagen, ich reite keinen Meter mehr weiter Ja, kann oder ich mir so. vorstellen. Und da waren die einfach völlig ungeeignet dafür. Ich meine, die arbeiten heute noch mit denen. Ich habe aber auch schon gehört, also wenn die so weitermacht, dann hat die auch nicht mehr lang diese Art von Business. Aber egal. Und auf jeden Fall, ich habe aber viel gelernt dort. Erstens haben mir die Gäste waren alle super, super nett. Super nett. Ich hatte nicht einen Gast, der, sag mal, unsympathisch war. Und was die immer alle ganz witzig fanden, ist, weil mein Englisch ja so schlecht war, bis fast gar nicht, haben die mir immer geholfen. Ich habe dann weiter nicht gewusst und habe versucht zu umschreiben, was ich meine, mit Händen und Füßen. Und dann haben die immer gerätselt, ne, was ich meinen könnte. Und ich habe es besser verstanden, als dass ich sprechen konnte. Und dann habe ich dann Ja, oft klar. verstanden, ne, und habe dann gesagt, ja, genau das meine ich. Und dann haben die sich gefreut, wie ein König, ne, wenn derjenige, der das dann richtig geraten hat. Also es war unwahrscheinlich eine nette Zeit mit den Gästen auf jeden Fall. Und ich habe noch mal viel gelernt, auch über die Mentalität der Amerikaner, wie die so ticken, wie die so sind. Ja, und auch wie man so ein Und Business aufbaut oder was der Bedarf ist, ne? Auch die Gegend kennenlernen. Also da sind ja ja, wahrscheinlich ganz genau. viele Punkte auch drin, ne? Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mit meiner Art sehr, sehr gut bei den Amerikanern angekommen bin. Also sie fanden mich alle super sympathisch und habe auch immer sehr, sehr gute Trinkgelder bekommen. Aber es haben genau einige das gesagt. Kirsten, mach dich doch selbstständig. Weil die auch gemerkt haben, dass die Chefin weder mit den Angestellten noch mit den Pferden besonders gut umgegangen ist. Und dann habe ich immer gedacht, Leute, mit meinen 10 Wörtern Englisch selbstständig machen, wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Also habe ich mich dann noch so eine ganze Zeit lang mit durchgebissen, eben mit dem Job, bis dann aber 2 Sachen passiert sind mit Pferden, wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, Ich habe einen auch wieder Kollegen, kriegst du den Ruf vom Universum, ne? ja, ich hatte einen Kollegen, einen super netten Kollegen. Und da habe ich zu ihm gesagt, sagt Rick, und jetzt ist Schluss. Ich glaube, ich muss kündigen oder ich werde sie irgendwann erschlagen. Und dann hat er mir gesagt, nein, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Und dann sagt Rick, dann kündige auch. Du brauchst es ja gar nicht. Das war ein retireder Sheriff. Weißt du, der hat also Rente gehabt, alles gut, alles toll. Der hätte es gar nicht gebraucht, aber der liebte halt auch das Reiten, ja. Und ich habe dann aber irgendwann gesagt, so, Rick, ich kann nicht mehr. Irgendwann, wie gesagt, das geht nicht mehr. Wir haben mehr wie einmal da gesessen und er als Mann, als ehemaliger Sheriff.
und haben bei einem Pferd gesessen, was auf dem Boden lag, und haben beide geheult, weil wir gedacht haben, jetzt stirbt Oh, sie. Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ja, und dann habe ich einen Mann kennengelernt hier im Ort. Und der fand mich als Person faszinierend, dass ich, was ich arbeite, faszinierend. Und dem sein Traum war, eine Ranch zu kaufen. Der hatte die finanziellen Mittel, hat die Ranch auch gekauft, hat sie mir dann gezeigt und hat gesagt, er hätte mich gerne als Manager. Ich soll die Ranch managen. Jo, habe ich gesagt, gut. Dann habe ich für den 1, 2 Monate Es ist Probe ja, also gearbeitet. sorry, ich muss jetzt gerade mal kurz dazwischen. Das ist ja Wahnsinn, was du für, also ich komme gar nicht darüber hinweg. Du triffst jemanden und der kauft eine Ranch quasi für dich, damit du die managen kannst. So war das. Aber leider gab es halt einen Hintergedanke bei ihm, denn ich aber naiv, wie ich bin, erstmal, weil, wie gesagt, ich habe wirklich meinen Fokus so auf den Pferden und auf das Leben mit denen, dass ich manchmal vieles gar nicht mitkriege. Also ich bin da ein bisschen naiv. Also ich. Und dann kommt dazu, mein Vater war Diakon, er war ein sehr, sehr toleranter Mensch und sehr So offen gutgläubig, für ne? alles und gutgläubig, und das habe ich von ihm. Also ich bin ganz mein Vater, ich bin auch so ein Mensch. Ich glaube immer ans Gute im Mensch und ich glaube nicht, dass was Böses passieren könnte. Und so war es da genauso. Ich habe dann nach 2 Monaten dann auf der anderen Ranch gekündigt und habe für ihn das gemanagt. Das ging auch 3 Monate gut, bis er immer mehr privat so Andeutungen gemacht hat, wo ich gesagt habe, hoppla, nee, nee, Moment mal, Ranch Manager, ja. Aber mehr möchte ich nicht. Und er dann so, doch, wir wären ein tolles Team. Und er war halt Single. Wir wären ein tolles Team und alles so toll und überhaupt. Und habe gesagt, ja, okay, aber es tut mir leid. Da ist nichts bei mir. Ich habe viel gearbeitet, weil er war viel beruflich weg. Ich habe den ganzen Laden gemanagt. Wenn Gäste gekommen sind, das Gästehaus, ich habe Zäune repariert, ich habe Pferde versorgt, ich habe alles gemacht. Und ich habe es geliebt. Und es war mir auch wurscht, ob das 12 oder 14 Stunden am Tag waren oder egal. Aber er hat, ich weiß nicht, was bei ihm so der Hintergedanke war, dass er sich das Geld sparen kann, wenn das ja in der Beziehung enden würde. Oder ob es wirklich ernst war, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eskaliert. Und dann kam noch Covid dazu. Dann hat er angefangen, Panik zu bekommen, weil durch Covid haben die ganzen Gäste abgesagt fürs Gästehaus, ne? Was ja, worüber die Ranch ja auch finanziert werden sollte. Und dann wurde er immer blöder und dann habe ich gesagt, okay. Ach nee. Schlimmste war, er hat dann aufgehört, mich zu bezahlen, genau sowas. Und dann habe ich gesagt, hey, Moment mal, ich habe noch Geld von dir zu kriegen, so und so viel. Wow. Und Also auch ganz schön durchkämpfen, ne? Also das ja, ist doch, also schon ich habe auch schon. der Part vom Wilden Westen, den hast du auch kennengelernt. Ja, vor allen Dingen so, dass der mit Sicherheit gedacht hat, der ihr Englisch ist so schlecht. Und ich kannte ja auch so gut wie niemanden hier. Ich hatte eine super nette Nachbarin und deren Mann war zum Glück Anwalt. Und die beiden mochten mich sehr. Ich habe mit denen auch ab und zu privat was gemacht. Und der hätte niemals gedacht, dass ich ihn vor Gericht ziehe. Das habe ich aber gemacht. Ich habe ihn vor Gericht gezogen und habe mein Geld eingeklagt. Ich meine, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, in den USA wäre es anders wie in Deutschland. Aber es ist hier genau dasselbe. Es läuft alles auf den Vergleich hinaus. Ja? Also man trifft sich in der Mitte und dann alles gut. Okay. Das habe ich dann auch gemacht. Und mit diesem Geld, was ich dann gekriegt habe, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich haben die Leute alle recht. Ich sollte mich selbstständig machen. Und dann kam nämlich, muss ich noch dazu sagen, ein paar Monate vorher kam nämlich auch ein drittes Pferd in mein Leben, weil ich habe den Duke mitgebracht aus Deutschland. Der hat mir gleich am zweiten Tag klargemacht, er bleibt hier nicht alleine. Er ist nämlich nachts ausgebrochen und ich habe ihn dann am nächsten Tag ein paar Meilen weiter bei den Kühen vom Nachbar gefunden, wo er sich anscheinend gedacht hat, er braucht Gesellschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, Kirsten, du musst sofort ein zweites Pferd, der bricht ja sonst jede Nacht aus. Und da habe ich diesen Mustang gekauft, einfach so. Vorher nicht gesehen, nicht geritten, gar nichts gekauft, heimgeholt, hingestellt und gesagt, Duke, da hast du deinen Freund, Buddy. Und da war auch alles gut. So, und wie gesagt, also als ich noch auf dieser Ranch mit dieser unmöglichen Frau gearbeitet habe, kam ein anderes Pferd noch in mein Leben, den keiner mehr haben wollte. Die sagten mir, der wäre unreitbar, nicht zu handeln, der muss weg. Und da ich in Deutschland immer schon so Pferde hatte, habe ich gedacht, okay, dann habe ich ihr gesagt, pass auf, ich komme aber gleich vom Hänger. Und sagt sie, ja, ist klar, weil es war 3 Stunden Fahrt. Bin ich hingefahren, habe mir den angeguckt, habe gesagt, laden ein, ich nehme ihn mit. So. Wahnsinn. Und da hatte ich ja dann schon 3 Pferde. Und wie gesagt, und als es dann mit diesem
Ranchbesitzer dann noch war. Und dann habe ich gedacht, okay, Kirsten, vielleicht solltest du es wirklich machen, wirklich wagen mit der Selbstständigkeit. Ja, und das war im März, als Corona ausgebrochen ist, März, April. Und da hatte ja wirklich keiner geglaubt, dass Corona solche Auswirkungen hat. Also man dachte, das ist vielleicht wie die Vogelgrippe oder BSE oder Ja, was auch oder in immer. 3 Monaten wieder vorbei, ne? Genau, Das haben wir so sieht's alle so aus, ne? gedacht, ja. Genau, so 3, 4 Monate haben wir jetzt mal das Problem und dann ist es dann auch wieder gut. Und ich wusste ja, das dauert eh, Bürokratie gibt es hier in den USA auch, wenn viele denken, es ist nicht so, das ist zum Teil sogar schlimmer. Ja. Also musste ich mich ja eh, wie gesagt, und für mich war es ja ganz, ganz schwierig, immer wieder mit Google übersetzen, die ganzen Papiere, die ganzen, ach, es war gruselig. Und da dachte ich, naja, macht ja nichts. Wenn jetzt Corona mal so 3, 4 Monate ist, brauchst du ja eh, ne, bis du Versicherung gefunden hast und, und. Naja, gut, es hat auch alles fast 6 Monate gedauert, der ganze Prozess, bis ich dann loslegen konnte, ne? Bis ich dann auch eine dementsprechende Versicherung hatte. Und was du hier auch brauchst als Business, du brauchst Genehmigungen, um hier reiten zu dürfen mit Gästen. Ne? Weil es ja dein Privatland Permits. ist. Permits, genau. Also bis ich dann auch die Permit hatte und bis ich die Gegend hatte, für welche ich die Permit wollte und so. Naja, es war ein Prozess von 6 Monaten, aber Corona war immer noch nicht weg, ne? Das war dann letzten Sommer, ne? Denke ich Ja, mal, ne? genau. Ich habe dann also meine Firma eigentlich, das war ein Riesenzufall, aber witzigerweise an meiner Tochter ihrem Geburtstag war die Firmengründung, 10. September dann, nachdem ich also alles unter Dach und Fach hatte. So, und dann war so schleppend hier und da mal paar Ritte. Und Kann wurde man dann aber aber nicht jetzt. von leben, ne? Also, das reicht ja dann nicht. Nee, nicht wirklich. Und dann wurde es aber besser dieses Jahr. Da hatte ich auch mal einen Gast, der für 2 Wochen hier war. Das heißt, du bietest auch Zimmer an, das heißt, Ich die habe ein können auch, Gästezimmer, ja. du hast, Ich habe ein Gästezimmer. wie viele Gäste kannst du beherbergen? Ein Gästezimmer? Ich habe ein Oder? Gästezimmer. Also das ist auch das, was ich auf meiner Webseite gesagt habe. Also wenn jemand zu mir kommt, dann ist das ganz privat. Art wie ein Airbnb, kann man sagen. Also es ist ein Zimmer Schön, mit ja. eigenem Bad und sogar eigenem Wohnzimmer unten, eigener Terrasse, Blick auf die Rockies. Was ich halt mich so ein bisschen vielleicht darauf spezialisieren möchte, wollte, aber du weißt ja, man plant, aber das Leben macht was anderes mit einem. Ja, das sieht man ja bei dir. Weil ich das gehört habe von einer Bekannten, was heißt, ja, weitläufig Bekannten, die das mal gemacht hat. Die hat mir gesagt, was eine gute Sache ist, ist für Leute, Frauen speziell in meinem Alter, meistens Singlefrauen, die in dem Alter finanziell sich so einen Urlaub ermöglichen können, also Amerika jetzt allgemein gesprochen, oftmals aber genau wie ich, die Englischkenntnisse nicht haben und auch nicht den Mut haben, hier Auto zu fahren. Wir haben zum Teil 8-spurige Straßen hier, ja, in Ja, den Städten. klar. Und die hat gesagt, das ist also eine Sache, die ich mal probieren sollte, darauf zu spezialisieren, Frauen in meinem Alter und die dann mit denen diese Sightseeing-Tours zu machen, reiten zu gehen. Und was das Schöne ist, ich habe natürlich viele Insider-Tipps, ne, wo du als Tourist nicht kennst, wo du gar nicht hinkommst. Ja, Ja, und du wo. bist auch so als Mensch total inspirierend. Also, ich meine, guck mal, wie viele Menschen gar nicht sowas auf den Weg gebracht hätten wie du. Auswandern, sich durchkämpfen, eine neue Sprache lernen, Business gründen. Ich meine, das ist ja auch ganz schön was, dass man so über sich hinauswächst, oder? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, wo ich diese Energie, diese Kraft oder diesen Mut hergenommen habe. Ich weiß es nicht, weil ich war eigentlich immer mehr so ein ich sag's mal ganz krass, ein feiger und auch ein bisschen ein fauler Mensch. Also meine Mutter hat immer gesagt, von Kindesbein an, sagte, du warst immer auch in der Schule, wenn so, damals hatten die mal so ein Fimmel. Vor 50, über 50 Jahren, logisch denken, Test mit den Kindern zu machen, um zu gucken, ob die aufs Gymnasium können oder dies und das. Sagst du hast immer als Beste abgeschnitten, du warst auch im Gymnasium, du warst nur stinkend faul und Ja, weil es alles ja, nicht deins ist, ne? Das ist ich habe alles immer so ein in den Tag hineingelebt, weißt du, immer so, Ja. pff, ja, ne? Ja. Und gut, ich muss auch dazu sagen, ich meine, ich hatte dann, als ich 20 war, ich habe mit meinem Vater alleine gelebt. Und der ist gestorben, als ich 20 war. Das war für mich ein Wahnsinns,
Sag ich jetzt mal so. Ich hatte erst eine Zeit lang, ein Jahr lang das Gefühl, das Leben hat jetzt aufgehört. Also ich wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen, mit dem Leben anzufangen. Das war irgendwie zu Ende für mich. Und da habe ich so vor mich hingedümpelt, immer. Und deswegen hätte wahrscheinlich auch keiner erwartet, dass ich diesen Mut aufbringe, das wirklich durchzuziehen. Toll, Und tolle Geschichte. ich hab jetzt erst gelernt über mich selber, wie viel Kraft ich habe und was in mir steckt. Ja, Praktisch nach Wahnsinn. über 50 Jahren. Ja, ich kriege richtig Gänsehaut. Also es ist wirklich, Kirsten, so eine tolle Geschichte, weil es mal wieder sagt, dass man das machen muss, was zu einem kommt, ne? Und dass man aber auch es machen muss. Ja, Ja, also und dass man sich nicht die Tür schließt vor den Dingen, die da so kommen. Und weil die sind ja auch wirklich alle auf dich zugekommen, ohne dass du da ja sozusagen, guck mal, du wolltest einen Hindelwagen machen und das hat nicht funktioniert. Aber jetzt hast du deine eigene Ranch mit Trailrides, ne? Das ist eigentlich das, was komplett dein Ding ist. ja, stimmt. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe ja dann noch ein viertes Pferd gekauft, den habe ich auch einfach so übers Internet gekauft. Wir haben uns auf dem Parkplatz getroffen, Pferd ausgeladen, Pferd eingeladen. Und ich habe nichts über dieses Pferd gewusst. Und gerade diese beiden sind meine besten Pferde für die Anfänger und für ängstliche Leute. Ich lese es auf den Facebook und es tut mir dann oft so leid. Es gibt so viele Leute, die so, ich sage jetzt einfach, Miesmacher sind, ja. Also die alles schlecht reden, den Leuten versuchen, Ängste einzureden, wo ich dann immer denke, lass doch bitte die Leute in Ruhe. Jeder soll das für sich selber entscheiden. Ja, Ja? total, total. Und Und das alle zeigt die. ja auch deine Geschichte, ne? Also, Ja, ich muss vor allen Dingen eins dazu sagen, was die meisten noch geschockt hat, ist, ich hatte vor 10 Jahren, genau, ich hatte ja da meinen Mann kennengelernt, ich hatte Krebs. Und ich kam gerade aus der Behandlung, nach meiner Krebsbehandlung, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, ob das war, dass ich durch diese Erkrankung, dass sich da bei mir irgendwas verändert hat im Gehirn oder so, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ein anderer Mensch geworden, offener und mutiger oder habe vielleicht auch gedacht, ja, okay, wenn mich der du liebe weißt Gott das dann da Lebens mehr abholte. zu schätzen, ne, wahrscheinlich, und Ja, lebst oder viel auch. bewusster. Ja, aber auch, nee, du bist leichtsinnig, also ich bin leichtsinniger geworden. Ich war auch ja vorher immer einer, der so, ne, und bloß hätte Job wechseln, auch wenn dein Chef dich schlecht behandelt, du brauchst das Geld und man weiß nicht, wie es weitergeht und so. Und durch diese Krebserkrankung, das war so irre. Ich war eine Woche aus der Klinik raus und bin abends von meinen Pferden zu meiner Mutter gefahren, weil ich musste bei meiner Mutter unterkommen, weil die Ärzte gesagt haben, ich war so schwach, dass sie gesagt haben, die kann nicht alleine leben. Also die braucht unbedingt, muss mit jemand leben, der ein Auge auf sie hat und so. Weil ich bin 1,72 groß und hatte noch 49 Kilo Ach, damals. Wahnsinn. Und ja, naja, weil ich kam von meinen Pferden, es war abends spät und da laufen zwei Männer und die winken mir und halt an, ob ich sie da und dorthin fahren könnte. Sie haben ihr Portemonnaie, ihre Jacken in der Kneipe gestohlen bekommen. Und ich habe das gemacht. Das hätte ich im Leben vorher nie gemacht. Niemals, nie. Ja. Und das habe ich dann erzählt meiner Mutter und da sagt sie, bist du bescheuert? Wie kannst du sowas machen? Und dann saß ich da. Und das war so, glaube ich, bei mir der Knackpunkt, wo ich dann gedacht habe, oder zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, Mutti? Ich meine, der liebe Gott wollte mich jetzt nicht haben. Warum sollten mich die zwei jetzt umbringen? Also es macht ja gar Ja, keinen Sinn. Ich bin jetzt am ich weiß, was du Boden meinst. gestorben. Die Ja, Angst warum? ist einfach nicht mehr da, ne? Wenn Ja. man so nah an diesem Tod sozusagen schon dran war. Ich glaube, das geht ganz auch gerade vielen Krebspatienten so, die dann einfach sagen, dass ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ja jetzt eigentlich nur noch im Leben gewinnen, wenn ich Genau, entscheide, irgendwie sowas. Ja. ne? Wenn ich jetzt entscheide. Und das ist, glaube ich, so, dass ich habe ja auch so ein Frauen-Empowerment-Projekt, wo ich Frauen helfe in die Selbstständigkeit. Diese Angst, diese Glaubenssätze, das alles, was uns zurückhält, das hilft uns ja nicht. Das macht uns ja eher krank, als dass uns das hilft. Und weil immer wieder diese Angst dazwischen steckt. Und deswegen finde ich deine Geschichte so inspirierend, liebe Kerstin. Ich bin so dankbar, dass wir die jetzt hier rekorden und aufnehmen. Und ich hoffe, du hörst dir das auch selber hinterher nochmal an, was das für eine schöne
wirklich mutmachende Geschichte ist, diesen Weg zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, du bist immer noch am Kämpfen. Ich meine, Covid ist noch nicht um. Die Reisen sind jetzt gerade wieder gelockert, aber zumindest von deiner Stimme her klingst du ganz zuversichtlich und weißt auch, was du machst und was du machen möchtest. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch was, warum ich, glaube ich, diesen extremen Hang zu meinen Pferden habe oder diese Bindung, ist einfach, weil die mir in meinem ganzen Leben immer wieder die Kraft gegeben haben, weiterzumachen. Ja. Ich wusste immer, die stehen da draußen, warten auf mich, verlassen sich auf mich. Ich kann jetzt nicht in Depressionen verfallen oder kann jetzt sagen, spring mich um. Oder ich weiß der Kuckuck was, egal welche Schicksalsschläge ich auch hatte. Ich hatte immer so, ich muss weitermachen. Die stehen da draußen, warten auf mich. Die wollen ihr Futter. Und das ist jetzt immer noch so. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch für den Winter jetzt einen Job angenommen. Eigentlich wollte ich als Volontär arbeiten. Aber dann hat die mir gesagt, die Dame vom Altersheim, ja, also mit Volontär ist schlecht. Aber sie kann mich anstellen. Und zwar betreue ich einen Veteran, der im Rollstuhl sitzt. Zu dem gehe ich. Am Anfang war es einmal die Woche. Dann wollte er mich zweimal die Woche. Mittlerweile will er mich schon dreimal die Woche. Oh. Fahre ich zu ihm und betreue ihn. Ne? Also mache ganze Einkäufe für ihn, Bankgeschäfte für ihn und so weiter und so fort. Und kriege das halt bezahlt. So. Und das mache ich jetzt über Winter, weil ich mir einfach sage, natürlich ist mit Ritten jetzt gerade nicht so viel. Jetzt am 1. Januar, gestern, hatte sich ein ehemaliger Gast von mir gemeldet, die hier jetzt ein Haus gekauft haben und hat gesagt, Kirsten, wir wollen mit dir reiten ins neue Jahr. Sag ich, wunderbar, habt ihr mal den Wetterbericht gesehen? Schneesturm an dem Tag. So, aber die kommen jetzt auf jeden Fall irgendwann die Woche zum Reiten, das steht schon fest. Und ja, wie gesagt, ich also, dein Plan, du machst ganz exklusive, tolle Ausritte mit deinen jetzt, wie viele Pferde hast du jetzt insgesamt? Ich habe nur 4, weil ich eben, wie gesagt, gemerkt habe, als Covid ja kein Ende nahm, das ist ja, als ich meinen gründete, hatte ich dann 4 und dann wollte ich noch einen 5. dazu kaufen und dann habe ich aber gemerkt, oh Moment mal, in Deutschland war Shutdown, keiner konnte mehr fliegen, nicht mehr gehen. Hier in den USA eine kurze Zeit lang ja auch. Da dachte ich, nee, jetzt kaufst du aber besser nicht noch ein 5. Pferd, weil wenn keiner kommt, brauchst du auch keine 5 Pferde und musst auch keine 5 durchfüttern und alles. Logisch. Und dann habe ich ja bleib mal besser bei den 4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also alle Gäste, die ich bisher hatte und Dritte, die ich bisher hatte, ich hatte eigentlich noch nie die Verlegenheit, ein Pferd mehr gebraucht zu haben. Es melden sich immer nur entweder Paare oder 3 Leute. Vater, Mutter, Kind oder so, oder Mutter mit 2 Töchtern oder diese Konstellation immer. Das ist ganz witzig. Ja. Also, nee, ich glaube das auch. Also ich kann das auch total sehen, dass das einfach deine Qualität ist, lieber jemanden während des Reitens auch die Natur zu erklären, den Ritt zu erklären, vielleicht auch was über die Pferde zu erzählen, als in einer großen Gruppe, wo da 20 Leute hinterreiten. Und dieses Erlebnis dann wahrscheinlich auch was ganz anderes ist, was dann dich unterscheidet von den anderen Ranches, die eher auf die Masse gehen. Ne? Genau. Und ich habe auch genau deswegen, würde ich sagen, 80% meiner Gäste sind ältere Personen. Genau aus dem Grund, weil das sagen sie mir auch alle. Die wollen nicht mit 10, 20 fremden Leuten durch die Gegend reiten, wo sie nicht wissen, wie ist eigentlich denn ihre Reiterfahrung. Ja? Weil ich kannte das von meiner alten Ranch. Da schmeißen die Leute zusammen, dann hast du Anfänger und du hast Fortgeschrittene. Den Anfängern ist es schon zu heiß. Ne? Was da geritten wird, die kriegen schon Angst. Und die Fortgeschrittenen, denen ist es zu langweilig. Die sagen, ach du lieber Gott, können wir nicht mehr. Und dann ist es auch so ein Massenerlebnis. Ne? Und ich glaube, wenn man sowas macht, dann will man ja auch wirklich das genießen. So, ich sag mal, unter guten Voraussetzungen wirst du davon leben können. Also wenn jetzt mal das wirklich alles wieder so ein bisschen mehr in die Normalität geht, Reisen geht ja jetzt dann auch zumindest, wenn auch eingeschränkt, aber immerhin, wirst du dich davon tragen können? Das ist mal der Plan. Ne? Gut. aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Ja? Also ich hab unwahrscheinlich viele Ideen. Also seit ich hier bin, ich sprudel nur so vor Ideen. Ich habe ein ganzes Buch voll. Und eine Freundin von mir hat schon gesagt,
wenn gar nichts geht, dann verkauf doch Ideen. Ja. Also es gibt Leute, die haben vielleicht das Geld, aber haben die Ideen nicht und du hast Ja. die ganzen Ideen, ja. Und ja, weil ich kann auch relativ gut kochen und meine Nachbarn haben schon gesagt, Mensch, mach doch was mit Restaurant oder so, wo ich dann denke, Mensch, macht mal langsam, Leute. Oder jetzt der Joe, mein Veteran, weil ich für ihn so vieles organisieren, manage, hat er auch, der wohnt in einem, wie nennt man diese Häuser, wo so Apartmenthäuser, wo Ja, die alle so ihre betreutes Apartments Wohnen, haben. so betreutes Genau. Wohnen, würde man Die sagen. leben noch selbstständig in ihren Apartments. Da kam jetzt schon sein Nachbar auf mich zu, ob ich ihm auch machen könnte. Ach, wie Da habe ich süß. Statistikkisten. Also wenn alle Kommt Stricke alles, reißen, ne? machst du halt ein Business in die Richtung. Machst du halt dann Ja. Ja, Altenbetreuung schön. oder was. Also Nee, schön. ich bin in der Beziehung, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Nimmst es, wie es total kommt. offen. Also hast du es nicht bereut? Bist du so happy, wie du lebst? Ja, absolut, absolut. Ich wollte und könnte auch gar nicht mehr zurück. Also ich würde da nur anecken. Also ich glaube, die würden mich wahrscheinlich einsperren, weil ich würde erstens meinen Mund nicht halten und zweitens, ich könnte in Deutschland, gerade zur Zeit, wie es gerade läuft, ich könnte da drüben nicht mehr leben. Das geht nicht. Ja, verstehe ich. Aber dann hast Weil du ich doch sehe. alles richtig gemacht. Also dann ist das doch alles dein Weg gewesen. Dann war der Amerikaner in deinem Leben wichtig, um die Green Card zu kriegen. Dann sind die Pferde in deinem Leben wichtig gewesen, um irgendwann dahin zu kommen, da was mit Pferden zu machen. Und dann ist Colorado dir über den Weg gelaufen, weil das der Ort ist, wo du das machen kannst. Und all die Menschen, die ja um dich herum sind, die spielen ja alle in deinem Lebensplan eine Rolle, ne? Ja, Toll. obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es anderen Auswanderern geht. Ich muss sagen, ich habe eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Freunde. Ich sage es jetzt mal, naja, verloren. Was heißt verloren? Ich habe sie Oh eher ja. eliminiert. Oh ja. Eliminiert aus Wenn meinem nicht sogar Leben, weil mehr. ich, Wenn nicht sogar ja. mehr. Also Und ich. zwar Freunde, die ich schon über 30 Jahre auch kenne. Du, Aber wo ich deswegen einfach. mache ich diesen Podcast, liebe Kirsten, kann ich dir sagen. Und ich schätze sehr, und durch diesen Podcast haben sich auch schon viele Freundschaften ganz toll entwickelt, weil einfach viele aus deinem vorherigen Leben, sage ich jetzt mal, die leben ein anderes Leben als das, was wir Auswanderer gewählt haben. Und ich merke immer wieder, dass wir Auswanderer da so viel Gemeinsamkeiten haben. Also wenn ich dir so zuhöre, dieses, okay, da mache ich das jetzt einfach mal. Okay, ja, gut, dann ist das vielleicht jetzt nicht das, was ich machen will, aber dann mache ich das halt jetzt einfach mal vorübergehend. Weißt du, so Ja, genau. Ja. diese Einstellung zu haben und okay, dann, das wird schon kommen, ja. Und dann habe ich den getroffen und der hat mir das wieder gesagt und der hat mir da geholfen und es läuft ja irgendwie, wenn auch nicht immer alles gleich rund. Perfekt, Aber genau. mit dieser Einstellung können natürlich viele, die ihr Leben lang in ihrer reinen Eckhaushälfte gewohnt haben, oftmals nicht mehr mitgehen. Und das ist auch okay. Genau. Das ist auch nicht schlimm, weil die haben ja ihr Leben gewählt und wir haben unser Leben gewählt. Aber deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich verstehe dich voll. Also es ist wirklich nur so schade und das muss ich an die Ja. Leute wirklich sagen, die ihre Auswandererfreunde, ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wie ich es dir erklären soll. Es ist oftmals ganz viel Neid auch dabei, Ja. weil sie einfach merken, man hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, natürlich Ja. gehen auch manche wieder zurück, hast du ja schon erwähnt, aber viele Genau. eben auch nicht. Nee, und man Und zum merkt dir Glück das nicht. an, du strahlst es aus und damit kommen die nicht klar. Aber das ist eben nicht Ja, und dein vor allem, Thema, sondern deren Thema, ne? genau, und vor allen Dingen ist es so, ich war früher immer ein Mensch, ich habe mich nicht fotografieren lassen. Du wirst so gut wie keine Bilder von mir finden. Entweder aus meiner Kindheit oder hier aus Amerika. Die 50 Jahre dazwischen wirst du fast keine Bilder von mir finden. Ist interessant, Seit ne? ich hier bin, die Gäste haben mich halt oft fotografiert, weil ich war ja für die auch ein Exot, eine Deutsche, die Ja. Western reitet, ja, Ja. und hier in Colorado lebt. Also es war für die auch so. Und dann wollten die mich immer fotografieren. Und dann habe ich immer gedacht, du kannst jetzt nicht unhöflich sein, okay. Aber du wirst es nicht glauben, das siehst du auch auf meiner Facebook-Seite, gibt es einige Bilder. Ich strahle auf jedem Bild. Und ich gefalle Ja. mir sogar Ja, selbst man das hört das auch erste in Mal in deiner meinem Stimme. Leben. Ja, man, das hört man auch in deiner Stimme. Also wir verlinken natürlich die Facebook-Seite in den Shownotes, liebe Leute. Nein, man hört das auch und du Okay. strahlst wirklich diese Power aus. Und ich kann dir nur aus meiner Erfahrung auch sagen, Menschen kommen und gehen im Leben. Und ich weiß einfach, die auch unheimlich zu schätzen, die in mein Leben gekommen sind durch die Auswanderung. Und du bist jetzt Teil dieser Muttersprache-Podcast-Community. Das sind alles Auswanderer, die haben alle
fast eine gleiche, ähnliche, ne, mehr oder weniger ähnliche Geschichte gemacht und die verstehen das. Und die interessiert sind und dir jetzt hier zuhören, deine Geschichte zuhören, die sind vielleicht auch noch auf der Suche. Ja, und für die bist du einfach eine große Inspiration. Und vielleicht entscheidet einer jetzt durch die Episode, auch diesen Schritt zu wagen. So musst du es einfach sehen. Ja, so, ehrlich gesagt, so sehe ich das auch. Das war auch für mich so ein bisschen dieser Ansporn, mich auf so eine Podcast-Sache einzulassen, weil ich mir einfach gesagt habe, es wird so viel schlecht geredet und so viel Angst verbreitet für Leute, die es vielleicht möchten, aber noch unschlüssig sind und nicht wie und was, wo ich dann sage, ich habe gerade heute Morgen habe ich wieder was gelesen in Facebook und es war so ganz typisch ja, wenn ihr Angst habt, dann bleibt doch mit dem Hintern zu Hause. Oder wenn Deutschland so schrecklich ist, dann dies und das, dann wird es euch hier auch nicht besser gehen. Und also dieses, ich weiß gar nicht, was in diesen Menschen drin steckt. Ja? Mhm. Und ich werde ganz oft, werde ich auch angeschrieben von Fremden, ne, die mich auf Facebook sehen oder so, meine Geschichte lesen, meine Seite von The Ranch sehen. Und die fragen mich. Und da kriegt von mir jeder und auch immer Antwort. Und auch ehrliche Antwort, ja. Ja. Was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, ja. Aber dass du alles schaffen kannst hier. Und das ist immer noch so, finde ich. Also, ja, wie gesagt, 100%. Ich konnte ja noch nicht mal Englisch. Ich war 53. Ich war krank, von der Krankheit her vorbelastet, in Anführungsstrichelchen, ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass du hier in den USA, vielleicht in jedem Bundesstaat, will ich ja jetzt gar nicht behaupten, aber dass du immer noch es zu irgendwas bringen kannst. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Millionär werde, um Gottes Willen. Aber bringen, das meine ich insofern, dass du dir dein Leben hier frei gestalten kannst, was du eben möchtest. Auch wenn es mit Umwegen ist, weißt du, wie du schon gesagt hast, wenn ich das jetzt nicht gerade kann, dann mache ich jetzt erstmal einen Umweg und mache eine Kurve sozusagen, bis ich wieder auf den Weg zurückkomme, ne, wo ich eigentlich hin will. Aber das muss man natürlich auch mögen oder wollen. Ja, nee, weißt du, und bereit sein, ne? Also bereit sein. Ja. Viele Leute sind da noch, stecken noch unter so einem Maulwurfhaufen und die können das Licht noch nicht sehen. Es ist aber auch nicht nur der Maulwurfhaufen. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, was ich viel schlimmer finde, sind die Leute, gerade bei Deutschen merke ich das oft, wenn die mich angeschrieben oder angesprochen haben, diese Arroganz. Diese Arroganz von wegen, ja, wie ist dann das? Also die haben ja kein gescheites Bier da drüben. Was trinke ich denn da? Wo ich dann sage, weißt du was? Bleib am besten in Deutschland sitzen, wenn es dir ums Bier geht. Was willst du hier? Ah, Entschuldigung. Ja, und dann haben die ja keine Esskultur. Ja. Ja, und Brot. Brot ist ja auch ganz eine furchtbare Geschichte in USA. Ach, dafür habe ich eine Firma gegründet. Das haben wir schon gelöst. Ja, und da habe ich dann, dann habe ich dann auch so, da denke ich dann, und das sind auch Leute, mit denen breche ich dann auch, lasse ich das dann so auslaufen, weil ich mir sage, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, nee, du hast recht. Das ist halt nicht, du kannst nicht alle Welten hier vereinen. Und es gibt auch, das habe ich auch so gelernt, es gibt nicht den perfekten Platz. Ja, wir haben auch hier viele Obdachlose in Kalifornien. Ja, du hast vielleicht viele Weiten und viele Kilometer zu fahren und vielleicht auch manche ungebildeten Menschen in gewissen Gegenden der USA, aber ich sehe das ganz genauso. Wir haben uns auf dieses Leben eingelassen und das kommt mit im Paket. Ne? Das kommt im Paket, aber man sieht das, was für einen wichtig ist in dem Paket. Und tolles Schlusswort, Kirsten. Also ich hätte es jetzt gar nicht besser sagen können. Aus dir spricht so viel Inspiration, Motivation, Enthusiasmus, so viel Lebensfreude, Zuversicht und Mut, dass ich ganz dankbar bin, dass du deine Auswanderergeschichte hier mit uns geteilt hast. Und wir schicken dir ganz viele tolle Gäste des Weges, hoffentlich. Ja gut, nächste Woche kommt mein erster Gast für dieses Jahr. Und ich habe schon zu ihm gesagt, also bist du dir sicher, wir haben Januar, ne? Ist mir egal. Schnee, eiskalt, ist mir egal, ich muss hier raus, ich komme. Ja, und ich meine ganz ehrlich, in Covid, was geht? Outdoor-Aktivitäten. Ne? Also das Beste, was man eigentlich machen kann, sich nicht in Städten rumtreiben, sondern die Natur entdecken. Und wo kann man das besser machen als bei dir auf dem Rücken der Pferde? Ja, und ich bin auch weit weg von allem. Also wie gesagt, wir haben hier zwar ein Dorf, 6-7 Meilen von mir entfernt ist das Dorf, 600 Einwohner und alles andere ist ungefähr
eine Stunde 15, Stunde 20 Minuten entfernt. Ne? Also die Stadt, wo du dann sagen kannst, Stadt. Ne? Also Toll. ich gehe zum Beispiel, ich habe eine Clique, da gehe ich jeden Dienstagabend tanzen und da fahre ich eine Stunde 20 Minuten. Einfach. Ja, gut, ist halt Ne? so, ne? Ja. Ja, aber dann Liebe, verbindest du das liebe halt. Kirsten, ich vielen Dank. Toller, toller Gast, tolle Lebensgeschichte. Wir schreiben natürlich deine Homepage, alle Links, Facebook-Seite, alles, was wichtig ist. Und natürlich packen wir auch noch jede Menge Bilder auf unseren Instagram-Account, auf unsere Homepage und überall, wo ihr den Podcast hören könnt, damit ihr diese Energie von Kirsten jetzt in euer Leben kriegt. Und schreibt mich an, schreibt die Kirsten an. Wir freuen uns natürlich dann, wenn ihr sie besucht und einen Ausritt macht. Und dann wollen wir natürlich getaggt werden. Ist ja logisch, ne? Dass wir euch da Ja. hingeführt haben. Und danke, 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 meine Liebe. Großartige Geschichte. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast dazu. Und ich Wie komme gesagt, auch. Ich komme auch. Ich reite mit immer, dir. immer gerne, immer So gerne. machen wir das. Liebe Kirsten, tschüss nach Colorado. Okay, tschüss. So, für heute war es das auch schon wieder hier im Muttersprache-Podcast. Schön, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann subscribe auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau mal auf unserer Website vorbei, www.muttersprachepodcast.com und hinterlass einfach eine Nachricht oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du die nächste Folge wieder dabei bist. Deine Monique.